Heute, guck mal, heute, das, was ich heute gebracht habe, waren nur die Sachen, die sie mir geschickt haben. Und deswegen sage ich den Leuten ganz klar, die Takfiris, ich sage ihnen, sie sind platt. Ganz einfach. Ganz einfach. Und ich sage hier nochmal zu Ihnen, gebt mir eine Aussage, einen Beweis, wo jemand Tafriq macht, sagt, und zwar mit Beweis, nicht ein Gelehrter hat gesagt irgendwo, ja, sondern ein Beweis, wo gesagt wird, wenn er vom Propheten, von einem Sahaba, und ich akzeptiere sogar die Tabi'in, wo er sagt, wenn er in vielen Gesetzen nicht mit dem Gesetz Allah ist, beherrscht sich der Kafir, und wenn er es in wenigen macht, ist er kein Kafir. Und ansonsten sage ich euch, wenn diese Leute zu euch kommen und wenn ihr diesen Schwachsinn im Internet lest, ich sage es euch jetzt, haltet euch die Ohren zu von diesen Leuten von Ahlul Bidah. Das sage ich euch jetzt ganz klar und deutlich. Weil das sind Leute, die hier Fassad in dieses Land reinbringen und die Dawa mehr am Stoppen sind und nur blöd rumlabern können. Und deswegen, ich sage dir, gehe hin, schaue, wer recht hat, du kannst mein Buch nehmen. Kopiere es dir, schaue dir, was Qurtubi sagt. Schau es dir an und dann guck mir weiter. Aber wenn du dann siehst, dass das richtig ist, dann beschäftige dich nicht mit diesen Leuten, die dich in die Irre bringen wollen. Ich wollte jetzt mal einiges sagen. Ich habe eben absichtlich gefragt, ob wir hier Leute haben, die Arabisch können. Ja? Weil, wenn ich zum Beispiel etwas aus einem Buch vorlese, ja, dann wird dann nachher erzählt, ja, er hat das nicht richtig verstanden, er ist ja kein Araber. Wenn du mal fragst, was hat er denn nicht richtig verstanden, dann wird dir keine Antwort darauf gegeben. Ja? Dann wird dir keine Antwort darauf gegeben. Und deswegen habe ich gesagt, da kann ja nachher mal jemand nach vorne kommen und kann dann mal überprüfen, ob das, was ich dort übersetze, richtig ist. Ne? Muttersprachler. Klar, ich kann Arabisch, aber natürlich ein Muttersprachler, der dort aufgewachsen ist, der dort bis zum Abitur 10, 11, 12, 13 Jahre Arabisch studiert hat, das auf der Straße gesprochen hat, vielleicht sogar Universitätsabschluss in Khartoum gemacht hat, beispielsweise, oder in, keine Ahnung, aus Kenetra kommt, oder wo kommst du her? Kenetra, siehst du? Alhamdulillah. Der, wo kommst du her? Ah gut, Alhamdulillah. Auf jeden Fall, der weiß es natürlich besser. Kann besser Arabisch als ich. Man kann ja auch mal was falsch verstehen, theoretisch. Nur, es gibt ja eine Regel, Brüder. Wenn man etwas falsch versteht, ist es dann nicht so, dass man dann sagen kann, was diese Person falsch verstanden hat? Oder? Das ist ganz klar. Wenn mir jetzt jemand etwas vorliest vom arabischen Text, und ich sage, er hat das falsch verstanden, dann sage ich sofort, was er falsch verstanden hat. Aber merkt ihr diese Parallelen? Merkt ihr diese Parallelen, die wir immer haben, wenn wir mit Ahlul Bidah am Kämpfen sind? Wie damals mit den Ahbash. Die kamen genauso an. Ja, der Pierre Vogel kann gar kein Arabisch. Er kann gar kein Arabisch. Er sagt, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. Weißt du, da hast du dann irgendwie so ein Wort zu schnell ausgesprochen. Weißt du, da wird dann der Wert drauf gelegt. Du musst das dann richtig betonen, weißt du? Das heißt aber nicht, dass man etwas falsch verstanden hat. Auf die Ahbash warte ich bis heute. Ich habe sie damals rausgefordert, ich habe gesagt, nimm die Ihya Ulumuddin, nehme dir diesen Paragraph von,
von Imam Ghazali, wo er sagt, Bab Darajat al-Ta'wil im Buch Ihya ul-Mudin, wa ghala fihi akharun fi hasm al-Bab, minhum Ahmed ibn Hanbal, hatta za'amu anna qaw, hatta man'u ta'wil qawli kun fa yakun, wa za'amu anna thalika khitabun bi harfin wa saut. Ich habe sie herausgefordert. Ich habe gesagt, erkläre mir diese Sache. Nichts mehr dazu gesagt. Weil es ihrer Akida klar widerspricht. Aber das ist die Unehrlichkeit. Ich sage hier, und ich habe zu den Takfiris gesagt, ich habe sie auch herausgefordert, ich habe gesagt, gebt mir einen Beweis, bringt mir einen. Bringt mir einen Beweis, wo ihr mir diesen erklärt, ich warte seit 5 Jahren drauf, dass ihr sagt, wer in 20% nicht mit Scharia herrscht, aber in 80% mit Scharia, der ist Muslim. Aber wer in 40% mit Scharia herrscht aber in 60% nicht mit Scharia, der ist Kafir. Ja? Bringt mir mal bitte, wie auf diesen Tafriq kommt, auf diese Unterscheidung. Das heißt, wer 80% der Scharia-Gesetze anwendet, was übrigens in einigen Ländern gemacht wird, der ist Muslim. Ja, 80% ist Muslim. Wenn er 80% Scharia anwendet, aber wenn er nur 40% der Scharia anwendet, dann ist er Kafir. Aber das ist die Aussage, wenn die Grundlage des Gesetzes nicht Scharia ist. Bring mir mal den Beweis für diesen Tafriq. Erklär mir das mal. Es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst mir ja nur eine Aussage zu bringen von irgendjemandem, der zur damaligen Zeit gelebt hat, von einem der Salaf, der sagt, so ist dieser Vers zu verstehen. Aber stattdessen finden wir andere Sachen. Und ich werde da gleich drauf zu sprechen kommen. Stattdessen finden wir andere Sachen. Und ich werde das gleich nochmal zeigen. So, was bringen Sie mir? Guck mal, du brauchst mir doch eigentlich nur eine Aussage zu bringen und zu zeigen, wo die ist. Hier, ich kriege hier so ganze Hefte, kriege ich geschickt. Dieses Heft geht um, ob die Unwissenheit eine Entschuldigung im Tauhid ist. Das ist gar nicht das Thema. Das ist gar nicht das Thema, versteht ihr? Das ist gar nicht das Thema. Und hier geht es hauptsächlich darum, dass das Verlassen, dass das komplette Verlassen aller Taten Kuffer ist. Das ist auch nicht das Thema. Und dann das Thema hier, die Überschrift, Zerstörung der Götzen. Erinnert das sich damals an Ahbesh, die verbrennenden Blitzschläge gegen Pierre Vogel? Wieder die richtige Parallele. Hier, guck mal, ich kann die Sache mit einem Wort kann ich die Sache beenden. Hier, die ganze Abhandlung. Hier wird erstmal erklärt, was ist Kufa, was ist Iman und so weiter und so fort. Er wird erklärt, dass der Iman aus Wort, Tat und Etikat besteht. Hat jemals jemand von mir gehört, dass ich was anderes gesagt habe? Nee. Dann werden Aussagen von den Salaf gebracht, wo gesagt wird, wer komplett alle Taten lässt, ist kein Muslim. Stimmt, sage ich auch. Gibt Gelehrte, die sagen was anderes. Weil die kommen mit einem Hadith vom Propheten, wo der Prophet sagt, der Letzte, der aus der Hölle kommt, lam ya'mal amalan khayran qat, hat keine einzige gute Tat gemacht, außer la ilaha illallah gesagt. Das beweist, dass der keine Tat mit dem Körper gemacht hat. Wie gesagt, aber die Gelehrten haben das wegen anderen Beweisen eigentlich so interpretiert, dass es heißt, la yuhsinu amalan khayran qat, dass er also keine Tat vollkommen gut, keine gute Tat vollkommen gut ausgeführt hat, so kann man das übersetzen. So. Und dann findest du hier wieder schwere Aussagen. Erstmal fängt schon gut an. Guck mal hier, ich hab gedacht, dieses Blatt hier wäre aus Österreich gewesen. Ich habe gedacht, das wäre von den österreichischen Hardcore-Chawarisch gewesen. Aber als ich dann die Einführung gelesen habe, habe ich gedacht, das kann doch mal gar nicht sein. Weil dieser Stil, habe ich mir direkt gedacht, das kann eigentlich nur von den alten Sportsfreunden sein. Ja? Hier. Der Redner dieses Videos schien uns wie ein Schauspieler zu sein, der sich lange für die Auftritte vorbereitete, um dann die Beifälle des Publikums zu genießen. Verstehst du? Weil es gibt dort Leute, Achi, die können dir ins Herz gucken. Die sehen zum Beispiel jemanden. Ja? Die sehen zum Beispiel, also die tun, die denken das. Die sehen zum Beispiel jemanden, gucken den an, sagen die, oh, ich habe ihm in die Augen geguckt.
der ist nicht gut. Ich habe ihm in die Augen geguckt. Dann sehen die zum Beispiel, ja, ich bin immer schon ein Scherzkeks gewesen, ja. Aber übrigens, dieses Video, heute bin ich ja ein bisschen witzig. Ihr könnt euch das Video mal angucken. Suche 5S44, ist extra auf der Seite. Sollte jeder sich mal angeguckt haben, sich Notizen machen. Und da könnt ihr ja mal gucken, weil da bin ich eigentlich sehr konzentriert und sehr aufmerksam. Ja, also erstmal, das ist schon mal die erste Beleidigung. Weil die wollen damit sagen, ja, ja, siehst du, der will nur den Beifall genießen. Das ist denen ihr Stil. Ich habe direkt gesagt, kann normal nur von den Sportsfreunden sein. Weil es denen ihr Stil, immer so die Absicht angreifen. Ja, der arbeitet für Verfassungsschutz und der macht das für Geld und der wird von Saudi-Arabien finanziert und diese Frau, die steht sowieso auf ihn. Verstehst du, das ist denen ihr Stil. Habe ich direkt gesagt, das kann doch normal gar nicht sein. So, und dann pass auf. Und das war dann tatsächlich von denen, weil ich habe gedacht, das wäre aus Österreich gewesen. Pass auf jetzt. Pass auf jetzt. Und dann kommt jetzt dieser Widerspruch, weil die sind perfekt. Das sind die perfekten Leute, die sich Widersprüche verzetteln. Ja? Auf der einen Seite lieben sie dich vor Allah, auf der anderen Seite sagen, der ist ein Lügner, der erzählt absichtlich die Unwahrheit, ja, der hat keine Ahnung, der ist dieses und jenes, der untersteht Spendengelder und so weiter. Und auf der anderen Seite lieben die dich vor Allah. Mashallah, dann hier. Dann, pass auf, hier erstmal, um das Publikum zu genießen. Dann zwei Sätze weiter. Diese Abhandlung wurde nicht verfasst, um auf emotionaler Ebene beleidigend oder unislamisch zu wirken. Hier kommt erstmal, ja, er hat sich darauf vorbereitet, um den Beifall zu genießen. Also erstmal zu sagen, der ist sowieso munafik. Dann aber mit schönen Worten ausgedrückt, aber geht ja nicht um emotionale Ebene oder unislamisch zu sein. Guck mal jetzt. Was hier für eine schöne Aussage. So, hier. Guck mal jetzt. Manager Khawarij. Guck mal hier. Und jede Person, die Pflicht nicht vollkommen verrichtet, welche Pflichten haben wir? Birr al-Walidain. Ja, zum Beispiel. Die Eltern gut behandeln, Kinder gut behandeln, Frau gut behandeln, Gebet verrichten, Zakat geben, Hatsch machen und so weiter. Jede Person, die Pflichten nicht vollkommen verrichtet oder diese gänzlich unterlässt, also zwei Sachen, entweder nicht vollkommen verrichten oder nicht gänzlich machen, ist kein Gläubiger. Was ist das Gegenteil von Gläubiger? Kafir. Das heißt, wenn du die Taten nicht vollkommen verrichtest, bist du Kafir. Was soll ich darunter verstehen, Achi? Was soll ich darunter verstehen? So, dann geht's weiter. So, dann, der Trick an der ganzen Sache ist, dann wird ja erzählt, wer die Taten gänzlich lässt. Jetzt erstmal, wenn wir heute sehen, zum Beispiel jemand richtet mit einem anderen Gesetz, der betet vielleicht, der fastet vielleicht, der fährt vielleicht jedes Jahr nach Mekka, macht Hatsch. Der hat nicht Jins, versteht ihr, ist ein Unterschied, ob ich sage, aber so werden die Leute für blöd verkauft. Das heißt, verstehst du, du hast hier eine Aussage, du sagst zum Beispiel, dieses oder jenes ist kleiner Kuffer in einer bestimmten Situation. Jetzt kommen die mit Aussagen, die gar nichts mit dieser Aussage direkt zu tun haben. Natürlich, im Prinzip hat immer der Iman etwas mit den Taten, mit den Worten so zu tun. Aber die indirekt etwas damit zu tun hat und bringst die indirekte Sache für eine direkte Sache als Beweis. Also ungefähr, hat gar keinen Zusammenhang. Weil wenn du sagst, weil du kannst nicht sagen, wenn jemand beispielsweise, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Jemand zum Beispiel betet nicht. Wir wissen, es ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ob er Kafir ist oder nicht. Kennen wir. So, jetzt kommst du mit der Aussage vom Iman, wo jemand sagt, wer alle Taten unterlässt, ist Kafir. Das heißt, wer keine Pflicht macht von großen Gelehrten, wie zum Beispiel auch in meinem Chef, wo das rauskommt, dass der gar keine Taten macht, kein Muslim ist. Kann nicht sein, dass jemand Glaube im Herzen hat und macht keine einzige Tat. Aber dass er nicht betet, ist nicht der Beweis dafür, dass er keine Tat macht. Beweis dafür sehen wir um uns herum. Es gibt Leute, die beten nicht, die machen Ramadan, die sind am Spenden, immer in der Moschee und so weiter und so fort. Das heißt, das versteht ihr, es gibt zum Beispiel Ashara Nawakid von Mohammed Abdul-Wahhab. Der 10. Nawakid ist der, alle Taten unterlassen. Versteht ihr? Da kannst du jetzt nicht sagen, ja, alle Taten unterlassen, jetzt ist Zauberer ist der Beweis dafür, dass die Zauberei zum Kuffer führt. Versteht ihr, was ich meine? Habt ihr verstanden, was ich meine? Hä? Ja, Bruder, weil ihr guckt mich an wie ein Fragezeichen. Guck mal, Bruder. Wenn ich sage, wer nicht alle Taten macht, wer gar keine gute Tat macht, ist Kafir, okay?
Jemand macht gar keine gute Tat, deswegen ist er Käfer. Wenn man gar keine gute Tat macht. So. Wenn er jetzt nicht betet, ist das ein Beweis, dass er keine gute Tat macht? Okay. Wenn er jetzt mit einem anderen Gesetz als dem Gesetz Allahs herrscht, Präsident zum Beispiel, König von irgendeinem Land, ist das ein Beweis, dass der keine gute Tat macht? Also, das ist das, was ich meine. Das heißt, dass der eine Sünde macht, ist kein Beweis dafür, dass er eine bestimmte Sünde macht, die eine riesengroße Sünde ist, ist kein Beweis dafür, dass er alle guten Taten gelassen hat. Das hat also gar keinen Zusammenhang. Dann kommt natürlich dann wieder, ja, wie soll man diese Leute als Gläubige zeichnen, wo sie auch dieses machen, dieses machen und dieses machen und dieses machen und dieses machen. So, da sagen wir zu, ja, wir glauben nicht, dass diese Leute vollkommenen Iman haben, dass diese Leute die perfekten Gläubigen sind. Und du kannst auch gerne am Glauben zweifeln, aber wenn eine Person sagt, ich bin Muslim, dann können wir nicht sagen, er ist kein Muslim, wenn wir keine absolute Gewissheit haben, dass er aus dem Islam rausgetreten ist. Wenn ich eine Person habe, der sagt, ich bin Muslim, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, der geht jeden Tag ins Bordell, der raucht sich jeden Tag einen Joint und trinkt eine Flasche Bier und ist ein Räuber, Dieb, stiehlt und so weiter und so fort. Okay? Dann habe ich Zweifel an seinem Iman. Dann sage ich, was ist das überhaupt für ein Muslim? Aber ich kann nicht sagen, der ist Käfer geworden jetzt, weil er viele schlechte Taten gemacht hat. Ja? Al-Hajjaj ibn Yusuf, der hat Sahaba umgebracht. Aber die meisten haben ihn nicht zum Käfer erklärt. Und es ist gefährlich, jemanden zum Käfer zu erklären. Der Prophet a.s. sagt, Iza qala rajuli achi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Wenn jemand zu seinem Bruder sagt, oh kafir, wird es einen von beiden treffen. Dann geht es weiter. Jo. Dann wird gesagt, beinhaltet der Tauhid und Rububiyya nicht, dass man glaubt, dass Allah der einzige Gesetzgeber ist. Ja, glaubt man auch. Aber nicht beinhaltet auch, dass Allah der einzige Schöpfer ist, oder? Stimmt? Was ist, wenn jemand ein Bild macht? Wenn jemand eine Skulptur macht. Hierzu sagt Allah, sagt der Prophet a.s. Das heißt, diejenigen, die am jüngsten Tag die schwerste Strafe sind, die die Schöpfung imitieren. Was sagt der Prophet? Kullu musawirin finar. Jeder, der ein Bild macht, ist im Feuer. Was ist ein Name von Allah? Musawir. Ein Musawir. Das heißt aber, keiner hat gesagt, dass derjenige, der ein Bild macht, dass er dadurch zum Käfer geworden ist, nur weil er das Bild gemacht hat. Das ist eine Sünde. Ja? Und hier genauso. Es gibt, und der Beweis dafür ist, weil wenn du das jetzt sagst, dann musst du sagen, wer auch nur ein einziges Gesetz macht, ist Käfer geworden. Wer ein Gesetz macht beim Fußball, ist Käfer geworden. Wer ein Gesetz dort macht, ist Käfer geworden. Also wann ist der Käfer? Da sagen wir, wenn er behauptet, dass sein Gesetz das Gesetz ist, wie von Allah subhanahu wa ta'ala. Beispielsweise die Juden damals, was haben sie gemacht? Sie haben den Vers zugehalten und dann haben sie gesagt, den Vers zugehalten, wo es mit der Steinigung stand, und haben gesagt, die Strafe dafür ist Schwärzen und Peitschen. Und dann haben sie gesagt, das Gesetz Schwärzen und Peitschen ist das Gesetz Allahs. Versteht ihr? Die haben ihn gefragt, was ist das Gesetz Allahs? Die sagen Schwärzen und Peitschen. Und das ist der große Kuffer. Und natürlich, wenn man glaubt, ein anderes Gesetz ist besser und so weiter und so fort. So. Das heißt, es wird hier praktisch nur über Sachen geredet, die eigentlich mit dem Thema sehr wenig zu tun haben. So. Dann wird hier Abu Enes zitiert, wird gesagt, Abu Enes, wer eine Aussage... So. Demnach lautet die Theorie von Abu Enes, wer eine Aussage oder Handlung des Unglaubens tätig ist, ein Muslim, solange er diese Tat oder Aussage weder verleugnet, noch für erlaubt erklärt, noch im Herzen daran glaubt. Solange er dieser mit dem Herzen nicht bestätigt, wird er nicht durch die bloße Handlung zum Ungläubigen. Schwachsinn. Daran siehst du, dass die Leute entweder Täuscher sind oder gar nicht verstanden haben, worum es geht. Weil Abu Enes sagt, dass diese Tat kleiner Kuffer ist, und deswegen der kleine Kuffer wird niemals großer Kuffer, wenn er nicht im Herzen glaubt, dass es erlaubt ist. Oder dass es verleugnet, die Pflicht. Versteht ihr das? Wenn wir sagen, nicht mit dem Gesetz Allahs herrschen, ist kleiner Kuffer. Verstehst du? Genau wie beispielsweise schwören bei etwas anderem außer Allah.
Solange du kein Etikat in dieser Sache hast, du sagst zum Beispiel bei meiner Mutter, aber du sagst es einfach so, ist kleiner Kuffer, a'udhu billah. Ist eine große Sünde. Ja? Oder bekämpfen von einem Muslim, ist kleiner Kuffer. Ist kein Kuffer, dass der aus der Religion austritt. Solange du weißt, du machst eine Sünde, ist das kleiner Kuffer, kein großer Kuffer. Sibabul Muslim Fusuk wa Qitalu Kufrun. Dein Muslim zu beschimpfen ist Frevel und ihn zu bekämpfen ist Kuffer. Aber Allah sagt im Koran Surat al-Hujurat, wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu, wenn sich zwei Gruppen von Muslimen bekämpfen. Das heißt, er sagt hier zwei Gruppen von Mu'minun, von Gläubigen. Das heißt, wenn das sich bekämpfen, großer Kuffer, wer würde Allah sie nicht Mu'minun nennen? Okay, das heißt, Abu Anas redet vom kleinen Kuffer, nicht vom großen Kuffer. Denn große Kuffer, es gibt Taten des großen Kuffers, egal ob du sagst, das ist Halal oder Haram, oder ob du sagst, ob du das verleugnest oder was auch immer, bist du Käfir. Zum Beispiel, wenn jemand den Koran nimmt, zerreißt den oder uriniert auf den Koran drauf. Das ist großer Kuffer. Von daher sieht man, dass die Leute entweder die Sache nicht verstanden haben oder die Leute für blöd verkaufen wollen. Der Nächste kommt mir hier und schickt mir irgendwas von einem, die Unwissenheit in der Zerstörung des Tauhids, ja? So, erstmal, was hat das damit zu tun? Und da sieht man, dass die Leute den Knall gar nicht verstehen. Ich habe damals einen Vortrag über Mawani und Takfir gemacht. Allgemein, was heißt Mawani und Takfir? Hinderung des Takfirs, dass jemand nicht aus dem Islam rausfällt, ja? Aus bestimmten Gründen. Der macht zum Beispiel eine Kuffer-Sache, aber fällt nicht aus dem Islam raus. Und da gibt es diesen Hadith von dieser Person, die sagt, ja, zu seiner Familie, wenn ich gestorben bin, verbrennt mich und dann meine Asche, die soll in den Wind und ins Meer verteilen. Denn wenn Allah für mich bestimmt, dass ich aufgeweckt werde, wird er mich bestrafen mit einer Strafe, mit der er keinen anderen bestraft hat. Das ist nur ein Beispiel. Ich habe das nicht auf die Führer der Länder bezogen oder was. Aber da siehst du diese Krankheit, die die Leute im Kopf haben, dass die jede einzelne Messelle in die Religion nur auf diese Sache beziehen. Aber jetzt will ich euch mal kurz was zeigen, was diese Leute, wie die drauf sind. Kannst du mir mal den Stuhl bitte bringen? Danke, Bruder. Ich lese euch jetzt mal was vor. Pass auf. Also er will dann dieses Argument mit dem Mann, also erst das Scheinargument, die Geschichte vom Mann, der von seinen Kindern die Verbrennung seines Leichnams verlangte. Versteht ihr, das Thema ist gar nicht, ja, über die Führer. Das Thema ist das kleine oder große Kuffer, nicht ob die durch Unwissenheit entschuldigt sind. Selbst wenn wir sagen würden, das ist großer Kuffer, gibt es andere Mawane. Gibt es andere Mawane. Zum Beispiel Ajz, dass jemand nicht die Möglichkeit dazu hat, mit dem Gesetz Allahs zu regieren. Ich gebe dir ein Beispiel. Und die sind Araber, die können sagen, ob ich das richtig... Wie lange seid ihr schon in Deutschland? Du studierst hier an der Universität? Also hast vorher Studienkolleg gemacht und... Sprachkurs. Sprachkurs und dann, okay. Und du? Ich habe schon ein Billett. Ja. Und du, wie lange bist du hier? Über 10 Jahre. Wie viel? Über 10 Jahre. 5? Über 10. Nee, du bist 10, bei dir weiß ich schon, bei ihm jetzt. 5, okay. Ich sage euch mal etwas. Ibn Taymiyyah sagt, An-Najashi, wa in kana malikun nasara, falam yuti'u qawmuhu fi dukhuri fil islam. Ich übersetze, der Najashi, obwohl er der König der Nasara, der Christen gewesen ist, in Habascha, so hat ein Volk ihm nicht gefolgt oder ihm nicht gehorcht beim Eintritt im Islam. Bal innama dakhala nafarun minhum. Sondern nur eine Gruppe von ihnen ist auch zum Islam übergetreten. Und deswegen, als er gestorben ist, gab es keinen einzigen, der über ihn gebetet hat. Man kann natürlich immer Sachen ein bisschen anders übersetzen. Gab es keinen einzigen, der über ihn gebetet hat. Und wir wissen genau, dass der Najashi nicht die Möglichkeit hat, dass er nicht unter ihnen herrschen konnte mit dem Urteil des Korans, also bima anzalallah. Waqad farada Allahu ala nabihi bil Medina. Und Allah hat dem Propheten in Medina schon gesagt, farada alayhi, also dem hat er befohlen,
إِذْ جَاهُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِلَّا أَلَا يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَحَذَّرُوا أَنْ يَفْتَنُوا عَنْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ. Und der Allah, jetzt kommt das eine, er sagt also, der Najashi hat nicht mit dem Hukum von Koran geherrscht. Jetzt sagt er danach, und zu diesem Zeit wurde es dem Propheten aber schon befohlen, wenn Leute von Ahlul Kitab zu ihm kommen, dass er mit unter ihnen nur richten darf mit dem, was Allah zum Propheten herabgesandt hat. Und er hat ihn gewarnt, حَذَّرُوهُ أَنْ يَفْتَنُوا عَنْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ, und hat ihn gewarnt, dass er unter ihnen mit etwas herrscht, ja, dass sie ihn davon abbringen, von einigen Sachen, mit denen Allah unter ihnen herrscht. Dass sie ihn davon abbringen. Ja? Dass sie ihn davon abbringen. Hat ihn gewarnt. Jetzt sagt er weiter. So, jetzt erstmal, warum erzählt er das? Warum erzählt er zuerst, der Najash hat nicht mit dem Koran geherrscht, und erzählt danach, der Prophet hat schon den Befehl bekommen? Weil jeder Befehl für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auch ein Befehl für die Umma ist, außer wenn wir eine Unterscheidung haben. Das heißt, wenn zum Propheten gesagt wird, bete, ist das auch ein Befehl für uns. Wenn zu ihm gesagt wird, faste, ist es auch ein Befehl für uns. Außer wir haben einen Beweis für eine Unterscheidung. Zum Beispiel, der Prophet, Pflicht für ihn ist es, Tahajjud-Gebet zu machen. Ya ayyuhal muzammil, kum min layla illa qalila. Ist Pflicht für ihn. Aber wir wissen, dass es keine Pflicht durch Karina, durch andere Beweise, wo der Prophet sagt, khamsu salawatin katabun Allahu ala ibad. Fünf Gebete hat Allah den Menschen vorgeschrieben. So, jetzt sagt er, warum sagt er unter Ahlul Kitab? Weil der Najashi war unter Ahlul Kitab, sonst könnte jemand sagen, ja, der Najashi, der konnte ja nicht, der hat ja unter Ahlul Kitab und da musste er nicht mit dem Koran herrschen. Also, er sagt, der Prophet, ihm war es schon befohlen. Jetzt sagt er weiter. وَكَثِيرًا مَا يَتَوَلَّ الرَّجُلْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْتَّتَّارِ قَادٍ بَالْإِمَامًا وَفِي نَفْسِهِ أُمُورٌ Umur min al-adl yuridu an ya'mala biha. Das heißt, und es kommt oft vor, wa kathira ma yatawalla rajul bayna muslimin wa tatar, dass ein Mann unter den Muslimen oder unter den Tatar an die Macht kommt. Yatawalla. Der wird dort Herrscher. Qadien, bei Imamen. Zum Beispiel als Richter oder als Imam, als Führer. Ja? Und wa fi nafsi umurun min al-adl yuridu an ya'mala biha. Und er hat in sich Dinge von der Gerechtigkeit, der möchte danach handeln. Was heißt das, der möchte danach handeln? Wir gehen zurück zu Qadi und Imam. Das bedeutet danach urteilen. وَلَا يُمْكِنْهُ ذَلِكَ وَهُنَاكَ مَنْ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْحًا. Aber er kann das nicht. Und dort gibt es jemanden, der ihm daran hindert. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْحًا. Und keine Seele trägt eine Last, die eine andere Seele keiner Seele wird aufgetragen, was sie nicht zu tragen vermag. So, was heißt das hier? Für unsere war irgendwas falsch gewesen? War das okay gewesen, die Übersetzung? War okay gewesen? Ja. So, jetzt, was heißt das für uns? Das heißt für uns ganz klar, heutzutage, in einer Zeit, wenn wir das Gehirn einschalten, wir wollen keinen in Schutz nehmen, Brüder, es geht uns nur darum, können wir bei irgendeinem Menschen, der tausende Kilometer von uns weg ist, können wir sagen, der oder der ist Kafir wegen dieser Sache. Versteht ihr, das ist wichtig. Wir sagen nicht, der muss nicht nach dem Gesetz Allahs herrschen. Versteht ihr, das ist ein großer Unterschied. Aber guck mal hier, er sagt die ganze Zeit, er kann das vielleicht nicht. Wir leben in einer postkolonialen Phase. Wir leben in einem Zeitalter, wo die Welt so eng zusammengekommen ist. Wo nicht jeder machen kann, was er will. Wir wissen zum Beispiel bei Erbakan, ich kenne nicht jeden Präsidenten der arabischen Länder oder jeden König. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nur, dass so gut wie alle sagen, sie sind Muslime. So, wie kann ich über ihn ein Urteil machen, wo ich erstmal seine Situation kennen muss, gerade in dieser Situation. Und jetzt, bei Erbakan zum Beispiel. Wir wissen, nee, nicht Erbakan, Erdogan, Erbakan. Ich bin ein bisschen weit nach in die Zu. Bei ihm wissen wir ganz genau, dass er das gar nicht kann. Der ist nicht der alleinige Herrscher dort. Da ist nicht alles so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja? Und diese Aussage von Ibn Taymiyyah sagt ganz klar, dass jemand, der nicht kann, entschuldigt ist. Ganz klarer Fall von ihm. Oder seht ihr das anders? Ihr könnt mich gerne berichtigen, vielleicht habe ich aber falsch verstanden.
Für die, die Arabisch können. Was? Ich dachte, wolltest du sagen. Ja? Ja, ist so. Also von Ibn Taymiyyah, ne? So, jetzt. Pass auf, jetzt will ich euch mal zeigen, was dieser Typ hier schreibt. Weil ich habe jetzt die ganze Zeit gewacht. Ich habe zu den Leuten gesagt, hier, ich habe sie herausgefordert in dem Video, sie sollen mir etwas schicken. Nichts ist mir geschickt worden. Doch, es sind, Quatsch, Entschuldigung, es sind mir ein paar Sachen geschickt worden, ich habe die ganze Zeit gewartet. Aber nichts von dem, was ich gesagt habe, gibt mir eine Aussage, wo ihr mir diese Unterscheidung bringt von, wer das in vielen macht, ist Käfer, wer es in wenigen macht, ist kein Käfer. Bringt mir den Beweis dafür. Können Sie nicht, jetzt. Die Geschichte vom Mann, der von seinen Kindern die Verbrennung seines Leichnams verlangt. So. Jetzt bringt er Aussagen von Gelehrten, unter anderem auch in Sahih Muslim Aussagen, Scharh Sahih Muslim von Imam Nawawi, was ich gelesen habe, viele Aussagen, die meinen, dass dieser Mann, dass es nicht mit Unwissenheit zu tun hatte, sondern andere Gründe. Ja, dass er zum Beispiel das unbedacht gesagt hätte, dass er mit Qadara Aleya, dass er damit meint, verschiedene Aussagen. Aber jetzt, ich möchte euch nur mal gucken, wie ihr könnt selber entscheiden, was hier los ist. So. Jetzt geht's los. Jetzt. Ibn Hajar al-Asqalani sagt zu diesem Hadith in Fatulberi, Ibn Hajar al-Asqalani kennen wir. Gewiss hat diese Person die Auferstehung nicht verleugnet, weil er will jetzt sagen, Unwissenheit ist keine Entschuldigung, diese Person war nicht unwissend, das will er jetzt sagen. Ja? Gewiss hat diese Person die Auferstehung nicht verleugnet, doch bedingt durch seine Unwissenheit vermutete er, dass wenn seine Kinder seinen letzten Willen ausführen, allein nicht wieder aufstehen lassen, dass er dadurch der Bestrafung geht. Ibn Hajar al-Asqalani sagt was? Unwissenheit. Dann Ibn Aqil sagt, Sunan al-Nasai, Kommentierung von Suyuti, Band 4, Seite 313-14, das ist ein Mann, dem kein Tablier gemacht wurde. Was heißt kein Tablier? Die Botschaft ist nicht zu ihm gekommen, das heißt, der ist unwissend. Ibn Aqil, unwissend. Ibn Taymiyyah, doch dieser Mann glaubte an Allah, gehorchte seinen Befehlen, besaß Gottesfurcht, aber er war auch jemand, der ungebildet und einen Fehlergedanken verfallen war. Was heißt das, ungebildet? Unwissend. So, dann weiter. Ibn Taymiyyah. Dann. Also wir haben Ibn Hajar, Ibn Aqil, Ibn Taymiyyah. So, dann nochmal Ibn Taymiyyah, nochmal hier. Wer in diesen Fragen unwissend ist, der wird nicht zum Käfir. Ja, dann Ibn Hazm, weil er an seine Existenz glaube und seine Schuld zugab, so wie aufgrund seiner Gottesfurcht und seiner Unwissenheit, wie waren das jetzt, fünf, ne? Zweimal Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm, dann Ibn Aqil, Ibn Hajar al-Asqalani, fünf Leute haben jetzt schon Unwissenheit gesagt. So. Ibn al-Qayyim, gleich dem Mann, der die Macht Allahs verleugnet, indem er seiner Familie befahlen zu verbrennen, seine Asche über den Mann Meer zu verstreuen, Allah hat ihm trotzdem vergeben und ist ihm aufgrund seiner Unwissenheit mit Gnade begegnet. Also ich habe jetzt hier sechs Aussagen, direkt davor. Jetzt kommt die Schlussfolgerung von demjenigen, der das Buch hier verfasst hat. Die Schlussfolgerung. Sechs Aussagen und sechs Aussagen gerade mit Unwissenheit. Ihr könnt euch das alle nehmen. Haben wir hier jemanden? Komm bitte nach vorne, hier. So. Ich möchte das nochmal klar machen, für die Leute im Internet, damit wir sehen, mit was für Intelligenzbestien wir es hier zu tun haben. Da siehst du, wenn dein Führer deine Gelüste sind, ach, dann kriegst du nichts mehr mit. Hier, was steht hier? Ibn Qayyim, was sagt er? Gleich dem Mann, der die Macht Allahs verleugnete, indem er seine Familie befahl, ihn zu verbrennen und seine Asche über den Meer zu streuen. Allah hat ihm trotzdem vergeben und ist ihm aufgrund seiner Unwissenheit mit Gnade begegnet. Madarisch al-Salikin, Band 1, Seite 338, 339. Okay? Zweitens, so, du machst weiter hier. Inshallah. Hier, Majmur Fatawa, Band 1, Band 11, Seite 410, 411. So, was sagt ihm Notemia hier? Nur wer in diesen Fragen unwissend ist, der wird nicht zum Käfir. Unwissenheit. So. Dann Ibn Aqil. Dies ist ein Mann, dem kein Tablier gemacht wurde. Das habe ich eben schon erwähnt. Dann hier nochmal von Ibn Taymiyyah mit Unwissenheit. Ich wollte nur nochmal, dass der es beschrieben. Vielleicht denken einige Leute, ich erzähle dir einen vom Pferd. Das kann mir jeder angucken. So, also Unwissenheit. Danke, Bruder. Alles okay, Bruder? Alhamdulillah.
Nee, ich meine gerade nicht, dass, weil ich weiß, ich bin beim Vortrag immer so ein bisschen. Ne? Auf jeden Fall, pass auf. So. Also, Ibn Taymiyyah Unwissenheit. Ibn Hajar Unwissenheit. Ibn Aqil Unwissenheit. Ibn Qayyim Unwissenheit. So, pass auf, was der jetzt sagt. Pass auf, was der jetzt sagt. Nach all dem sage ich nun, erstens, dies sind die Erklärungen der Gelehrten bezüglich dem Hadith, den Hudaybi und seinesgleichen als Beweis vorbringen. Gibt es unter all den Gelehrten auch nur einen, der ebenfalls der Meinung ist, dass dieser Mann die Allmacht Allahs vollständig verleugnet hat, dass dieser Mann diesbezüglich unwissend ist und deswegen als entschuldigt gilt? Gibt es auch nur einen, der sagt, dass diese Person unwissend ist? Hör mal, Bruder, wenn ich sowas lese, hör mal, da denke ich, hör mal, ob ich noch alle Tasten im Schrank habe oder wie? Oder gehöre ich eventuell zu denen, wo der Prophet im Hadith sagt, Rufi al-Qalamu min thalathin. Ja? Der Qalam, der ist von drei Leuten hochgehoben worden. Ja? Al-Naim hatta yastaykith, ja? Wal-Majnun hatta yafiq, ja? Wal-Sabi hatta yablu. Ja? Das heißt also, der Schlafende, bis er aufwacht, der Junge, bis er erwachsen wird und der Bekloppte, bis er wieder bei Verstand ist. Da denke ich, wer bin ich noch bei Verstand? Achi, sechs aus... Entschuldigung, habe ich irgendwas falsch gemacht? Leute, ihr müsst mir sagen, weil es kann nicht sein, dass wir alle bekloppt sind, die hier sitzen. Dann ist er der, der alle Tassen im Schrank hat hier. Der Verfasser dieses Heftchens hier. Achi, sechsmal hintereinander, der Mann ist unwissend. Und dann sagt er, gibt es auch nur einen, der sagte, dass diese Person unwissend war? Hier, gibt es unter all den Gelehrten auch nur einen, der ebenfalls der Meinung ist, dass dieser Mann, ja, die Allmacht Allahs vollständig verleugnet, dass dieser Mann diesbezüglich unwissend ist und deswegen als entschuldigt gilt? Ibn Qayyim, ja, Allah hat ihm trotzdem vergeben, ist aufgrund seiner Unwissenheit mit Gnade begegnet. Ibn Qayyim. Ibn Aqil, dass ein Mann ihm kein Tabli gemacht wurde, das ist auch Unwissenheit. Ja. Ibn Taymiyyah. Wo haben wir das mit Ibn Taymiyyah? Nur wer in diesen Fragen unwissend ist, der wird nicht zum Käfir. Also Aussagen ohne Ende, da weißt du wirklich, da denkst du wirklich immer, wo bist du gelandet? Das ist aber genau wie damals mit den Ahbash. Ach, so viele Parallelen. Du bringst eine Aussage. Ja? Und was sagt der? Der sagt dann zu dir, das registriert er gar nicht. Der kommt dir mit irgendeiner ganz anderen Sache. Du sagst zu dem, guck doch mal, es steht doch ganz klar dort in Ich-Ha'udu-Medin. Das nimmt der gar nicht wahr. Kann der nicht. Alhamdulillah, Allah, festige uns auf deinem Weg. So Bruder. Jetzt kommen wir zu Qurtubi. Weil ich habe das ja alles angeblich falsch übersetzt. Jetzt hört mal zu. Ich habe das ja angeblich falsch übersetzt. So. Wir sagen, wer diese Sünde macht, ja, wenn nicht mit dem Gesetz Allahs herrscht, ist Gläubiger, wenn er glaubt, dass das Gesetz Allahs besser ist, dass er mit dem Gesetz Allahs herrschen muss und dass er eine Sünde macht. So. Jetzt haben wir Qurtubi. Tafsir Qurtubi. Qurtubi sagt jetzt über den Vers, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Er sagt jetzt über diesen Vers. Sagt er, قَالَ إِبْنْ مَسْعُودْ وَالْحَسَنْ. Ibn Mas'ud, haben wir eben schon drüber geredet. So. Die haben bestimmt ein besseres Verständnis davon als heute irgendjemand. Okay? Ibn Mas'ud, oder? Sagt. Hier amatun fi kulli man lam yahkum bima anzala min al-muslimin wal yahud wal kuffar, ay mu'taqidan dhalik wa mustahillan lah. Das heißt, ihr könnt mich gerne verbessern. Fa amma man fa'ala dhalika وهو معتقد أنه راكب محرم
فهو من فساق المسلمين وعمر الى الله تعالى ان شاء عذبه وان شاء غفر له. Okay? So. Hier. Er sagt, ich übersetze. Hier amatun fi kulli man lam yahkum ala. Dieser Vers, wenn ich nach dem herrscht, was Allah abgesandt hat, ist allgemein. Das heißt, sowohl für die Muslime, als auch für die Juden, als auch für die Kuffar. Ey, das heißt, mu'taqidan thalik wa mustahillan la. Das heißt, dass er daran glaubt und dass er dies als erlaubt erklärt. Er sagt, ich darf danach handeln. Richtig? Ich darf danach handeln. Ich darf ein anderes Gesetz einführen. Es ist nicht Pflicht, dem Gesetz Allahs zu. Dann sagt er weiter. Pass auf. Fa'amma man fa'ala thalika wa huwa mu'taqidun annahu raakibun muharraman فهو من فساق المسلمين وعمر الى الله تعالى ان شاء عذبه وان شاء غفر له. Dann sagt er danach, aber wer glaubt, dass er dabei eine Sünde macht, ja, dann gehört er zu den Fusak der Muslime. Und seine Angelegenheit geht zu Allah zurück. Wenn er will, bestraft ihn, wenn er will, vergisst ihn. So. Bitte, Bruder, komm nach vorne, lese es dir nochmal durch, ja, oder? Oder du, je nachdem, wer will, kann sich das nochmal durchlesen. Und du kannst mir gerne sagen, weil die Leute behaupten, ja, ich erzähle was irgendwas Falsches. Und ich sage jedem hier, ja, wo ist der Bruder Ibrahim? Ja, so. So, habe ich hier irgendwas so, hier. Du kannst jetzt noch, ob ich irgendwas falsch übersetzt habe oder irgendwas anders verstanden hast. قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فسق المسلمين. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Und das ist auch die richtige Übersetzung. Habt ihr eine andere Meinung dazu? Ich habe genau das übersetzt, was Qurtubi hier sagt. So, jetzt sage ich noch, wir haben jetzt, es sind noch andere Araber gekommen jetzt, Alhamdulillah. Wie gesagt, die auch also, als Muttersprachler aufgewachsen sind. Weil das ist die Taktik, genau wie damals bei Ahbash. Da wird gesagt, ja, ja, der kann sowieso kein Arabisch, das ist alles falsch. Hier, dann. Jetzt, وَقَالَ إِبْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمِ مَا أَنْزَلَ فَقَدْ فَعَلَ فِعْلًا يُدَاهِي أَفْعَالَ الْكُفَّارِ. Das heißt, wer nicht mit dem Gesetz Allahs herrscht, der macht eine Sache in einer Überlieferung, die dem sozusagen ähnelt, wo die mit dem imitiert die Kuffar. Dann weiter. Waqil, so Waqil, und es wird gesagt, Waqil ist Siratu Tamrit. Das wird gesagt, ist keine so Aussage, die so stark ist wie die andere. Dann. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمِ مَا جِيمَ أَنْزَلَ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ. Und wird gesagt, wer in allem nicht mit dem Gesetz Allahs herrscht, der ist Käfir. Und dann sagt er später, also das erste war ja das von Ibn Mas'ud, und dann sagt der Waqil, وَالصَّحِيْ الْأَوَّلِ. Richtig ist das erste. Deswegen sage ich jedem, es ist ganz einfach. Die Leute, es ist genau wie damals bei Nahbash. Ich habe gesagt, Leute, kommt zu uns, wir geben euch die Bücher, ihr kopiert euch das, geht zu einem nicht-muslimischen Arabischlehrer und lasst euch das einfach übersetzen. Und dann könnt ihr gucken, ob wir die Wahrheit sagen oder ob die anderen die Wahrheit sagen. Wir haben gesagt, es gibt Gelehrte, die diese Meinung haben, wie zum Beispiel Mohammed Ibn Ibrahim al-Sheikh und so weiter. Ja. Aber worum es uns geht, ist zu sagen, derjenige, der das andere sagt, ist Murji'a. Ja. Und wir sagen ganz klar, dass das die stärkere Meinung ist, die auch Sheikh Albani rahimahullah hat. Deswegen, falls einer Lust hat, ich gebe ihm jetzt das Buch hier mit, gebe ihm die Seite. Falls einer Zweifel hat an dem, was wir erzählen, falls irgendjemand hier ist, der Zweifel hat, ich gebe ihm jetzt das Buch, er kann in den nächsten Copyshop gehen, kann sich diese Seite kopieren, geht morgen zur Universität Braunschweig, guckt nach einem nicht-muslimischen Arabischlehrer und er fragt ihn hier, was steht hier? Was sagt Al-Qurtubi? Sagt Al-Qurtubi hier, großer oder kleiner Kufr? Oder was heißt Qurtubi? Ibn Mas'ud, Entschuldigung, Ibn Mas'ud und Ibn Abbas. Wir reden nicht von Qurtubi, jetzt sagen die nie, das ist aber ein Richter. Das ist ein Richter, nicht in der ganzen Gesetzgebung. Wo ist das hier? Wo ist das hier? Außerdem, er macht danach den Unterschied, deswegen ist es schon falsch, was du sagst, weil er sagt hier, Waqil, man lam yahkum bi jami'i ma anzalallahu fahuwa kafir. Was-sahih al-awwal. Das heißt, er macht den Unterschied hier. Weil der die ganze Gesetzgebung ändert, der hat in allem nicht mit dem Gesetz Allahs geherrscht. Natürlich muss man immer an Zweifeln, aber Zweifel ist kein Yakin. Wie gesagt, liebe Brüder und Schwestern, ich habe da, wie gesagt, viele Sachen zu diesem Thema gebracht. Heute, guck mal, heute, das, was ich heute gebracht habe, war nur dieser,
die Sachen, die sie mir geschickt haben. Und deswegen sage ich den Leuten ganz klar, die Takfiris, ich sage ihnen, sie sind platt. Ganz einfach. Ganz einfach. Und ich sage hier nochmal zu ihnen, gebt mir eine Aussage, einen Beweis, wo jemand Tafrik macht, sagt, und zwar mit Beweis, nicht ein Gelehrter hat gesagt irgendwo, ja, sondern ein Beweis, wo gesagt wird, wenn er vom Propheten, von einem Sahaba, und ich akzeptiere sogar die Tabi'in, wo er sagt, wenn er in vielen Dingen nicht mit dem Gesetz Allahs herrscht, so ist er Kafir, und wenn er das nicht macht, wenn er in vielen Gesetzen nicht mit dem Gesetz Allahs herrscht, so heißt er Kafir, und wenn er es in wenigen macht, ist er kein Kafir. Und ansonsten sage ich euch, wenn diese Leute zu euch kommen, und wenn ihr diesen Schwachsinn im Internet lest, ich sage es euch jetzt, haltet euch die Ohren zu von diesen Leuten von Ahlul Bidah. Das sage ich euch jetzt ganz klar und deutlich. Weil das sind Leute, die hier Fasad in dieses Land reinbringen und die Dauer mehr am Stoppen sind und nur blöd rumlabern können. Und deswegen, ich sage dir, geh hin, schaue, wer recht hat. Du kannst mein Buch nehmen, kopiere es dir, schaue dir, was Qurtubi sagt. Schau es dir an und dann gucken wir weiter. Aber wenn du dann siehst, dass das richtig ist, dann beschäftige dich nicht mit diesen Leuten, die dich in die Irre bringen wollen. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.